Ich war im Sommerurlaub letztes Jahr und habe da mit meiner Freundin so ein paar Air Force One ganz classic in weiß gekauft. Und kaum zurück waren wir in Deutschland, habe ich mir die erste Farbe bestellt. Und ja, überraschenderweise sah es eigentlich relativ gut aus. Das habe ich eine Instagram-Seite eröffnet und habe halt dann an Reichweite etwas gewonnen. Und habe dann immer mehr Farbe dazu gekauft, immer mehr Neues ausprobiert. Und ja, wie gesagt, kam es dann im Freundeskreis, in der Familie relativ gut an. Dann kamen auch schon die ersten Aufträge, da die auf meiner Seite die Bilder gesehen haben. Dann wollten die das gleiche Modell und so bin ich an die Leidenschaft gekommen. Ich war eigentlich immer der Schlechteste in bildende Kunst. Deswegen überrascht es mich auch, dass ich das auf die Sneaker relativ gut hinbekomme. Das war jetzt für den Hoffenheim-Spieler Bayreuther. Der wollte ihn genau in diesem Design haben. Ich mache jetzt für die zwei Bachelor-Finalistinnen, Diana und Violetta, mache ich jetzt individuelle Schuhe. Das ist hier ein Schuh, den ich mit reflektierender Folie gemacht habe. Wenn man da ein Blitzlichtfoto macht, dann reflektiert dieser Blitz. Hier habe ich im Airbrush einen klassischen Farbverlauf gemacht. Von Sunset Yellow zu Lava Orange. Ich kaufe die Schuhe regulär für einen normalen Preis ein, beim Händler. Ich bekomme die Schuhe nicht günstiger und verlangt da meistens für ein Design einen Aufpreis von 60 bis 70 Euro. Es kommt aber natürlich auch darauf an, was für ein Design. Der hier liegt preislich jetzt bei 165 Euro und der hier liegt bei 160 Euro. Also die weichen nur ein bisschen ab. Mittlerweile ist es ein bisschen schwer. Ich habe relativ viel zu tun. Ich habe zum Glück gerade etwas mehr Zeit. Durch Corona bin ich sowieso zu Hause. Ich habe Online-Vorlesungen. Fußball spiele ich ja auch noch nebenher. Das fällt auch jetzt gerade weg. Deswegen habe ich dafür die Sneaker mehr Zeit. Meine Freundin unterstützt mich, meine Familie unterstützt mich, da habe ich ein bisschen Hilfe. Aber ansonsten ist schon etwas zeitaufwendig das Ganze und da geht viel Zeit drauf. Für die einfachen Modelle brauche ich vielleicht 2 bis 3 Stunden circa und für ein schwierigeres Design kann es auch mal ein bisschen länger dauern. Die Farben sind alle wasserfest. Klar, trotzdem darf man eben die Schuhe nicht in die Waschmaschine, da dann die Farben verblassen können und einfach auch ein bisschen aufpassen, weil das sind alles handgemachte Schuhe. Was ist das nächste Projekt? Gut, immer wieder neue Designs rausbringen und dann mal gucken, wohin die Reise noch geht.